schwarz-gelbe Bundesregierung abwählen. Ich will euch hier einfach nur die Gründe nennen, die in den letzten Tagen mir im Bundestag auf Bundesebene aufgefallen sind. Da ist einmal dieser Verteidigungsminister mit seinem Drohnendesaster, der daherkommt wie ein korrekter und gewissenhafter Oberbeamter und der jetzt nicht bereit ist, die Verantwortung dazu übernehmen, dass es ein Debakel gibt von mehreren 100 Millionen € in der Drohnenfrage. Liebe Freunde und Freunde, ich denke, es wäre gut für Lothar de Maizière, wenn er mal in eine Kommune kommt, wenn er guckt, wie da die Ratsvertreter um 1.000 € feilschen für ein Projekt für Kinder, für ein Projekt für Jugendliche und wo es dieses Geld nicht gibt. Einfach mal so über mehrere 100 Millionen hinwegzugehen, das geht nicht. Das ist eine falsche Verteilung in diesem Land. Und ich sehe die Kanzlerin, die ja immer so versucht, die solide Hausfrau zu machen. Sie kann mit dem Geld gut umgehen. Und dann geht sie einfach mal hin und macht Wahlgeschenke von 28,5 Milliarden Euro, ohne sie gegenzufinanzieren. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist eine Partei, die nennt sich bürgerlich. Das ist eine Partei, die tut immer so, als sei alles solide finanziert. Diese Partei versucht, an der Macht zu bleiben mit Geldern, die sie nicht hat, die sie zukünftigen Generationen wegnehmen will. Das ist keine nachhaltige Politik. Wir brauchen eine andere. Wir brauchen eine grüne Politik in diesem Land. Und dann gucke ich mal den Hochwasserschutz an. Wir haben erlebt, mal wieder an der Elbe und an der Donau, dass es wichtig ist, Klimaschutz zu machen. Denn wenn wir nichts tun für den Klimaschutz, dann haben wir ein dramatisches Desaster und da haben wir unglaublich hohe Kosten. Niklas Stern hat 2006 gesagt, wir werden den Klimawandel nicht bezahlen können. Kein Land, auch nicht das reichste Land dieser Welt, wird den Klimawandel bezahlen können. Wir müssen Klimaschutz machen. Und Klimaschutz ist deshalb keine Tagespolitik, liebe Freunde und Freunde. Klimaschutz ist eine langfristige Politik. Und diese Kanzlerin, die versteht Klimaschutz als Tagespolitik. Und das finde ich eine absolute Enttäuschung. Denn sie war selbst mal Umweltministerin, sie hat selbst Kyoto damals verhandelt und sie hat nichts verstanden, was wir eigentlich tun müssen für den Klimaschutz, für diese Gesellschaft. 2007, als es angebracht war, da ist sie noch mit ihrem roten Anorak, ist sie da als Klimakönigin gefeiert worden vor den schmelzenden Eisbergen und hat viele Versprechen abgegeben damals. Und was ist daraus geworden? Der Anorak ist eingemottet und die Versprechen sind leere Versprechen geblieben, liebe Freunde und Freunde. Gucken wir uns doch mal die Zahlen an. In diesem Jahr wird der Bund 30% weniger für Klimaschutz ausgeben. Das ist die Politik von Angela Merkel. Und es überbieten sich Altmaier und Rösler in den Vorschlägen, wie sie erneuerbare Energien ausbremsen. Was ist eigentlich besser für eine erfolgreiche Klimapolitik als der Ausbau von erneuerbaren Energien? Das müssen Sie tun für den Klimaschutz. Und ein großes Desaster ist der ganze Emissionshandel. Der Emissionshandel liegt am Boden. In Europa ist abgestimmt worden. Und wer hat gegen den kleinen Schritt für etwas mehr Klimaschutz, nämlich das Backloading, gestimmt? Das waren die CDU- und FDP-Abgeordneten aus Deutschland. Mit deren Stimmen wäre eine andere, eine erfolgreiche Klimapolitik verabschiedet worden. Und Angela Merkel hat nichts getan, um ihre Parteifreunde in Europa umzustimmen. Das, liebe Freunde und Freunde, das nenne ich eine scheinheilige Politik. Sich einmal hinzustellen als Klimakönigin und gleichzeitig jede Entscheidung gegen den Klimaschutz durchzuwinken, das geht nicht. Das wollen wir ändern. Ich habe den Eindruck, dass es eine Bundesregierung, wenn wir gerade kein Hochwasser haben, wenn wir gerade keinen Niklas Stern-Bericht haben, dann ist dieser Bundesregierung der Klimaschutz schnurzegal. Und die Folge dieser Politik, die ist dramatisch. Wir haben einen absoluten Anstieg von Kohlekraftwerken. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Anstieg von CO2 in Deutschland von 1,6%. Und warum? Weil 5% mehr Kohlestrom im Netz ist, 5% mehr. Und in diesem Jahr, im ersten Quartal, haben wir sogar 14,5% Kohlestrom mehr im Netz. Wir werden also in diesem Jahr einen noch höheren CO2-Ausstoß haben. Und das heißt doch andersrum, wer keinen ehrgeizigen Klimaschutz betreibt, der betreibt eine Politik für die Kohle. Und damit muss endlich Schluss sein, liebe Freunde und Freunde. Wir brauchen einen ehrgeizigen Klimaschutz.
Die Politik hat ja beschlossen, eine Schuldenbremse, weil sie gesagt hat, die Schulden für nachfolgende Generationen können immer nicht größer werden. Aber wir wollen etwas anderes. Wir wollen neben der Schuldenbremse etwas, was unsere Lebensgrundlage angeht. Wir wollen ebenso eine CO2-Bremse. Wir müssen runter von CO2. Wir müssen endlich einen vernünftigen Klimaschutz machen. Ansonsten versündigen wir uns an unseren nachfolgenden Generationen. Und gerade deshalb haben wir als Grüne Bundestagsfraktion ein Klimaschutzgesetz eingebracht. Wir wollen zurückkehren zu einer ehrgeizigen Klimaschutzpolitik. Und wir wollen den Emissionshandel wiederbeleben, den die Konservativen und Liberalen einfach da abgenickt haben. Wir wollen den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen und wir wollen, anders als die Kanzlerin, für ehrgeizige Ziele bei den Autos kämpfen. Die Kanzlerin verspricht ja auf der anderen Seite Klimaschutz und auf der anderen Seite setzt sie sich für die großen Spritschlucker ein. Das ist eine Politik, die ist scheinheilig, die wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen mit unserem Klimaschutzgesetz der Energiewende eine Richtung geben. Wir wollen nicht nur raus aus der Atom, wir wollen auch raus aus der Kohle. Denn wir müssen beides erreichen. Einmal die großen Risiken von Atom müssen endlich weg, aber gleichzeitig müssen wir raus aus der Kohle, damit wir nachfolgenden Generationen nicht alles verbauen und die hohen Schäden, die mit dem Klimawandel verbunden sind, endlich vermeiden. Deutschland muss wieder Vorreiter im Klimaschutz werden und darf nicht Bremser im Klimaschutz sein. Die nächsten 4 Jahre werden ganz entscheidend werden für die Energiewende und für den Klimaschutz. Der Brüderle hat ja gerade gesagt, was er vorhat. In einem Kommentar im Handelsblatt hat er den totalen Neubaustopp für erneuerbare Energien gefordert. Er hat nämlich ein Moratorium und er hat einen Neubaustopp gefordert. Und die FDP ist gerade abgemahnt worden von Brüssel, weil sie in der Energieeffizienz nichts getan hat. Der erste Punkt war, sie hat die Ziele verwässert. Und der zweite Punkt war, dass sie selbst diese verwässerten Ziele nicht einhalten will und tricksen will. Und deshalb heißt es sehr klar, wer die Energiewende will, wer den Klimaschutz will, muss grün wählen bei dieser Bundestagswahl, liebe Freunde und Freunde. Das ist absolut notwendig. Und deshalb lohnt es sich zu kämpfen. Und deshalb lohnt es sich auch in vielen anderen Punkten zu kämpfen. Wir haben vorne die Bürgerinitiative zum Fracking. Und diese Bürgerinitiative steht zu Recht da und verteidigt ihre Interessen. Weil auch das haben wir in der letzten Woche erlebt. Es gab einen Kabinettsbeschluss. Und nach diesem Kabinettsbeschluss werden 83% der Fläche in Deutschland weiter für Fracking möglich gewesen. Das Kabinett wollte also ein Ermöglichungsgesetz für Fracking und nicht einen Stopp für Fracking. Und das ist nur deshalb gestoppt worden, weil die CDU Angst hat vor dem Wahlkampf. Was hier passiert ist, man wartet die Wahl ab, danach kommt dieses Ermöglichungsgesetz für Fracking wieder aus der Schublade und dann wird die alte Politik weitergemacht. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns kämpfen. Lasst uns für eine Änderung der Energie- und Klimapolitik in diesem Land kämpfen. Wir haben in den letzten Jahren in der Tat knappe Wahlen gehabt. Wir haben es in Schleswig-Holstein gehabt, wir haben es hier in Nordrhein-Westfalen gehabt und wir haben es in Niedersachsen gehabt. Wir können es schaffen, wir wollen es schaffen am 22. September. 99 Tage haben wir noch vor uns, da wollen wir kämpfen. Wir haben gute Gründe, es zu erreichen. Wir haben die nachhaltigste Politik und wir werden Erfolg haben. Ich habe Lust auf Wahlkampf, ich will ihn gerne mit euch machen. Ich werde zu allen von euch kommen und wir werden es schaffen, dieses Ding noch zu drehen und zu einer Regierung zu kommen, wo wir Mitverantwortung haben. Danke.